Ich war ein beschissen hässliches Kind. Okay, ihr könnt euch's vorstellen, ja, okay. Kennt ihr noch früher einen Jungen aus der Schule, der immer so ein Pflaster auf der Brille hatte? Den Jungen mit dem Biene-Maja-Pflaster auf einer Brillenseite. Die arme Sau, die so schlimm geschielt hat, wenn er geheult hat, ihm die Tränen den Rücken runtergelaufen sind. Ich war der, der von dem verkloppt worden ist. Wirklich, ich war wahnsinnig hässlich. Mein Vater hat früher immer gesagt, der Bastian hat so ein Gesicht, das nur eine Mutter lieben kann. Und selbst für die war nicht einfach. Ich hatte in der Schule einen Freund, einen einzigen, einen Brieffreund aus Afrika. Makewe, dem habe ich einfach mal ein bisschen Geld geschickt, ein paar Fotos und er hat geantwortet, ob ich nur noch Geld schicken könnte. Und dazu noch die Stimme, es tut mir leid, aber wenn ich mich abrasiere, sehe ich aus wie eine Lesbe in den Wechseljahren. Wirklich. Die Stimme, da müsst ihr jetzt durch, das sind die nächsten 15 Minuten. Das letzte Mal, als ich was bei YouTube reingestellt hat, einer runtergeschrieben, Alter, warum spricht dieser Junge so? Hat der keine Hoden? Aber bei YouTube, also konnte ich drüber schreiben, oh doch, aber die sind so schwer, die ziehen an den Stimmbändern. Alter, ihr seid offen für politisches Kabarett, das ist sehr gut. Wirklich. Und jetzt habt ihr schon Mitleid mit mir, aber das ist gar nicht der schlimme Teil. Wartet mal ab, wann ihr richtig Mitleid bekommt, wenn ich euch erzähle, was mein Background ist. Chris hat es ja schon angedeutet. Denn ich bin ein Lehrerkind. Warte ab, Köln. Das ist nicht, das ist noch deutlich schlimmer. Ich bin ein Lehrerkind Stufe 3. Stufe 3 heißt, meine Mutter war Lehrerin an meiner Grundschule, mein Vater war Lehrer an meinem Gymnasium und mein Onkel war der Direktor. Das ist das Mitleid, das ich brauche von 14.000 Leuten. Vielen Dank, das war das lauteste, oh, das ich je gehört habe. Alter, könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist, wenn du morgens so mit 8, 9 Jahren mit deinem Nutella-Brot in der Küche sitzt, mit deinen Eltern frühstückst, irgendwann stehen die auf, fahren zur Arbeit und du fährst mit? Das war meine Kindheit. Immer hinten drin gesessen im Taubenkot, grauen Pädagogen-Passat. Vorne mein Vater mit 30 durch die 70er-Zone. Meine Mitschüler sahen mich schon vom Schulhof aus und dachten, da ist er wieder. Das Opfer. Wenn ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, Papa, ich habe eine 5 in Mathe, sagte mein Vater, ich weiß. Und für mich natürlich immer interessant, aus statistischen Gründen haben wir heute Lehrerkinder hier. Komm, ihr dürft auch petzen. Zeigt auf euch das, oh, da, die kleine Therapiegruppe, schön. Beide Eltern? Ja, meistens sind es beide Eltern, ist so. Das kennt ihr, weil Lehrer können sich faktisch nur miteinander paaren. Ist anatomisch bedingt, sonst passt der Rotstift nicht ins Etui. Der braucht, aber dann kommt er. Boah, und ich habe gelitten damals und ich war leider auch ein fettes Kind. Ich war noch fetter als die anderen. Ich war das, was man im Ruhrgebiet ein Pommesbomber nennt. Ich war 1 Meter groß und 1 Meter breit. Wirklich, an meinem Geburtstag wurde nicht Happy Birthday, sondern Happy Hippo gesungen. Und einmal im Jahr gab es eine Veranstaltung, in der habe ich so hart gelitten. Das waren die... Also da geht mehr. Das waren die... Alter, jetzt brechen wirklich Traumata auf. Erinnert euch zurück, die Bundesjugendspiele. Ich habe das letztens mal in Leipzig erzählt, 0 Reaktion im Publikum. Bis mir arschklar wurde, ich bin gerade in den neuen Bundesländern, die hatten das gar nicht. Und dann meldete sich aber so ein sympathischer Zonen-Ronny aus der ersten Reihe. Wir haben ja auch Leipziger hier, ihr kennt ihn. Nein, der hieß so, ich kann nichts für. Und der sagte dann, wir hatten das auch, aber bei uns hieß das Spartakiade. Ich habe auch gelacht, ich habe gedacht, das ist ein Witz. Und dann habe ich es gegoogelt, das hieß wirklich Spartakiade. Am Ende der Veranstaltung wurde das fetteste Kind in meinen Brunnen getreten. Bundesjugendspiele waren auch nicht viel schöner, erinnert euch zurück. Ich war das, was man einen Teilnehmerurkundenabonnenten genannt hat. Teilnehmerurkunde kennt ihr noch, ne? Der Beweis, du warst da. Mehr nicht. Ich habe zu Hause noch 3 Teilnehmerurkunden mit 0 Punkten. Und einer hat mein Vater eingerahmt, drunter geschrieben, wenigstens kein Negativwert, Bastian. Und ich habe so gehasst, ich habe so abgekackt. Ich meine, es gab auch so viele Möglichkeiten zu verkacken. Erinnert euch zurück, jeder hier, egal, wir haben so viele Menschen hier, jeder hatte ein Mädchen in der Klasse, das so geworfen hat. -9 Meter. In meiner Klasse war ich dieses Mädchen.
Und meine Lieblingsdisziplin, der Weitsprung, hier die weiße Absprunglinie, die am Ende der Veranstaltung vom Sportlehrer weggesnifft wurde. Dahinter der Sandkasten, der roch wie der Schlüpfer von Rainer Kallmund. Und ich habe es damals geschafft, mit meinem Körper, der aus einem McRib geschnitzt war, anzulaufen, mich in die Luft zu schrauben, wie ein Panther. Und genau da mit der Fresse aufzukommen. Und in dem Moment, wo ich aus der Ohnmacht erwache, sehe ich nur meinen Sportlehrer, der guckt mich an und sagt, übertreten. Ah, hör auf. Und oft fragen mich Leute, ja, aber wie ist das, aus so einer Lehrerfamilie zu kommen? Es ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Eigentlich bin ich ein Lehrerkind Stufe 10. War alle in meiner Familie, alle sind Lehrer. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn die zusammenkommen bei Familienfesten, sind das die Klugscheißer-Weltmeisterschaften. Wirklich. Das letzte Mal, als die Familie zusammen gefeiert hat, stand plötzlich mein Onkel auf und hielt ein Gedicht von Walter von der Vogelweide auf Mittelhochdeutsch. Und plötzlich springt ein anderer Onkel ein und sagt, nein, nein, Vers 2 geht anders. Und du sitzt daneben, willst dich mit dem Geodreieck ritzen. So schlimm ist es. Und wenn die feiern, sitzen die nach Schulform verteilt, die Gymnasiallehrer an so einem feinen Tisch mit ihrem eigenen Silberbesteck und ihrem eigenen Kopierer. Die Grundschullehrer an so einem ganz kleinen Tisch. Die Hauptschullehrer haben keinen Tisch, der wurde geklaut. Und natürlich gibt es in meiner Familie auch besondere Lehrergruppen, beispielsweise meine Cousine Cordula und ihr Mann Torben sind Waldorflehrer. Ja, ich weiß, ihr habt alle vor, ihr denkt jetzt alle, das sind so entschwebte Hippies, die den ganzen Tag nackt im Vorgarten hocken, sich die Achselhaare kämmen und ihren Namen tanzen. So ist es. Die sind fertig, wirklich. Ohne Scheiß. Die sind irgendwann mal vom Planetensystem Waldorf auf die Erde gereist, um hier Glutenunverträglichkeit zu verbreiten. Und weil die sich so einsam gefühlt haben, mit uns normalen Menschen, haben die sich entschieden, sich zu vermehren. Die bekamen vor 12 Jahren ein Kind, das ist mein Neffe. Und dieser Junge hört auf den schönen deutschen Namen Ludger. Alter, wie kannst du ein Kind Ludger nennen? Das ist doch kein Name, das klingt wie ein Zusatzstoff, kann Spuren von Ludger enthalten. Ohne Scheiß. Und Ludger ist so ein richtiger Waldorf-Terrorist. Bilingual erzogen, er spricht fließend Deutsch und Klingonisch. Hat oft selbstgemachte Kleidung an, immer so eine Kappe aus Lahmhaar, Schamhaar auf seinem Kopf. Und bevor ich mich jetzt von euch verabschiede und wieder zurück in den Backstage-Bereich gehe, mich auf meinen weißen Tiger setze, möchte ich euch zum Abschied noch ein kurzes Tagebuch über ein Wochenende mit Ludger vorlesen. Meine Cousine Cordula ist am Telefon, das Kindermädchen ist ihnen abgesprungen. Aus dem 3. Stock. Die ist ganz aufgeregt und fragt mich, ob ich auf die Jungs aufpassen könnte. Ich sag, die Jungs? Ich kenne ja nur Ludger. Sie sagt, ja, Ludgers bester Freund ist auch da. Er heißt Gunnar. Ludger und Gunnar, das klingt wie ein finnisches Tennisdoppel 1986. Oder wie eine Firma, die Hornhauthobel herstellt. Als ich dort ankomme, sehe ich, dass Gunnar noch viel ärmer dran ist als Ludger, denn er trägt eine Helmut-Kohl-Brille, einen ockerfarbenen Potschnitt und eine braune Latzkorthose. Der Junge ist im Grunde eine Latzhose mit Augen. Und ich denke so, ey, ich eröffne das Gespräch mit dem Spruch, mit einem kleinen Lacher und ich sage, hey Gunnar, Playmobil hat angerufen, die wollen ihre Frisur zurückhaben. Doch irgendwie lacht Gunnar nicht. Und deswegen schiebe ich noch eine ernste Frage hinterher. Ich sage, hör mal, bist du auch auf der Waldorfschule? Und er schaut mich an und spricht, als wenn er 195 Zähne hätte, aber alle im Oberkiefer. Er sagt nur so, nö, Pestalozzi. Und ich bin kurz davor, Lachkraft zu kriegen. Ich gucke ihn an und sage so, Pestalozzi? Was ist denn dein Lieblingsessen? Schmelzkäse?
Irgendwie lacht er immer noch nicht, also klopfe ich auf die Schulter und sage, nur verarscht, nur verarscht. Ludger dreht zu Gunnar, zeigt auf mich und sagt, ich hab dir doch gesagt, dass mein Onkel hart behindert ist. Ich merk's nur, die Stimmung ist nicht so geil. Was macht ihr mit Kids, wenn man die Stimmung heben will? Ich fahre mit den beiden zu McDonald's. Als wir reinkommen, erinnert mich Ludger daran, dass er Veganer ist. Fragt die Frau am Verkaufstresen, was sie denn für Veganer da hätte. Und sie schaut mich an und sagt, Servietten? Ludger will überraschenderweise keine Servietten essen. Er bestellt nichts. Gunnar dafür umso mehr, hätte gern 5 Apfeltachen. Und ein McFlurry-Eis mit Oreos. Ich bestelle sie ihm, er isst die 5 Apfeltachen. Gunnar besteht nun zu 70% aus Kord und 30% aus Apfel. Gunnar schaut mich ganz lustig, glücklich an und leckt an seinem McFlurry-Eis. Und kippt rückwärts vom Hocker. Ludger dreht sich mir zu, zeigt auf Gunnar und sagt, Laktoseintolerant. Ihr seid geil, Köln, ehrlich. Ohne Scheiß. Das Grinsen muss mir heute Abend der ADAC aus der Fresse schneiden, wirklich. Ihr seid mega. Ich bekomme Schweißausbrüche. Es könnte sein, dass meiner Cousine ausfällt, wenn ich mit nur einem Kind zurückkehre. Ich klemme mir Gunnar unter den Arm, renne zu meinem Auto, setze ihn auf den Beifahrersitz und gerade als den Wagen starten möchte, um mit dem Jungen zum Kinderarzt zu fahren, dreht er langsam seinen Kopf zu mir, öffnet seine Augen und sagt, nur verarscht.